Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich konnte neulich Zeuge werden, oder ich musste Zeuge werden von einer Sendung, in der ist doch tatsächlich behauptet worden, Alpener würde immer jammern. Und das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Und dafür habe ich der Frau Völl eingeladen, dass die mal mit mir diese Sendung mal sich anschaut und dann in ihrer Sendung Frau Wöll spricht Klartext, mal Stellung dazu bezieht, zur Ehrenrettung der Alpener Bevölkerung. Zuerst aber möchte ich Ihnen mal diesen unsäglichen Ausschnitt aus dieser schrecklichen Sendung zeigen. Drachen laut sich gerne, wenn die wissen, was du was hast, da jeden das antragen. Beispiel, Sie sehen was, wenn einer nicht leiden kann. Die gehen dann sofort nach der Bürgermeisterei, das anklagen. Das ist der Alpener. Ich kenne sie nämlich sehr gut, weil ich hier geboren bin. Ich kenne sie. Ja, der Alpener schweren sich immer, wa? Weil das die Gewohnheit ist, dass man mit geboren, wa? Ja, wir haben schon mal auszusitzen hier und da, aber so schlimm ist es aber nicht, dass denn. Es gibt Leute, die knottern nur, wie man sieht, ob Alpener noch platt war. Das sind aber keine. Das ist sogar eine Hebe. Nein, da liegt nie an der Mentalität der Alpener. Wenn die wissen, was du was hast, die gehen dann sofort nach der Bürgermeisterei, das anklagen. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Sendung. Frau Wöll redet Klartext. Klartext mit Frau Wöll und vielen Dank, dass Sie den Weg ins Studio gefunden haben. Möchte ich mich nochmals recht herzlich bei Ihnen für bedanken. Das macht nicht jede Frau in ihrer Situation, ja, wie so viel gefragt. Ja, wissen Sie, das ist für mich auch quasi normal, oder? Das ist nämlich so, wenn hier über die Alpen behauptet würde, ja, ist dann so. Immer knottern und immer nur jammern. Da ziehe ich mir Pelzhütchen an und dann bin ich mit Krägelchen um, Krägelchen im Auto und da komme ich bis hier gefahren, um da einiges klarzustellen, weil das geht so nicht. Nee, jedoch nicht. Nee, das geht doch nicht so. Da haben Sie wohl recht. Wissen Sie nämlich, das Thema ist ja, dass behauptet wurde, dass der Alpener immer knottern. Sie gingen anklagen bei der Bürgermeisterei, sie gingen das anzeigen. Oha. Und was? Da würde mich knackkollig, wenn ihr so hört. Also dachte, nee, ich kann es nicht glauben. Und ich weiß auch, wo das gestreut wird, von wo das herkommt. Wissen Sie das? Diese Vorstellungen. Und zwar für mich von Gelmis. Von Gelmis kommen die. Und das ist sicher. Ich bin mich da sicher. Sie sind sicher? Da sind doch. Wissen Sie, was Sie da sagen? Wissen Sie da, was Sie da behaupten? Frau Wöll, da müssen Sie wohl beweisen. Ja, müssen Sie Beweise haben für. Meinen Sie, das hängt mit denen zusammen? Da sind Sie sicher? Ja, wissen Sie, da muss ich Ihnen sagen. Ja? In Gelms wird eine Küche geschlagen. Das ist? Gelms wird eine Küche geschlagen. Sie wollen da irgendwie in den Art Gleichnis jetzt das erklären? Fidalalala. So singen die, in Kelms wird eine Küche schlacht. In Kelms wird eine Küche schlacht. Fidalalala. Fidalalala. Was das sind wohl? Das sind Sorgen. Wer sowas von sich hebt, wenn er so eine Lieder singt, ja. Der ist wohl für mich, ist das einfach, ist auch kapabel für andere Sachen. Ja. Ganz andere Sachen, glauben Sie mich die. Und ich bin da nicht voreilig mit, wenn ihr so behauptet. Weil ich bin mich da sicher. Die Unterstellungen von denen, die meinen Sie, dass die denn auch sagen, dass die Alpen noch knottern würden? Aber da muss man natürlich belegen. Wird das überprüfen lassen, ja? Belegen. Oder eine Rechtsanwälte. Beim Notaren ging ich damit. Und ich brauche aber nicht, mein Name müsste reichen dafür. Da wollen wir ein bisschen tief stapeln. Nee, ja. Ist nicht. Brauchen Sie nicht. Sie brauchen ja nicht tief zu stapeln, Frau Wöll. Das, was Sie da gerade gesagt haben, das hat Hand und Fuß. Und zwar, wenn da Leute Fidalala, Fidalala singen,
Das sind wir auch. Die würden auch behaupten, dass der Alpen noch knattern. Ja. Ich glaube, wir haben das Rätsel gelöst. Ich bin sicher. Also, da brauchen wir auch keine Stunden mehr, um noch heiße Brei zu reden, Herr Nee. Hoffel. Brauchen wir nicht. Danke. Nein, überhaupt nicht. Und das war auch nicht. Ja, ihr war. Nicht nur Fidaralala, das war dreimal Fidaralala, die singen. Dreimal Fidaralala. Mich wird es kollig, ich habe Kopfschmerzen. Nee, mich, Ihnen geht es schlecht. Nee, mich geht es nicht gut. Mich Ihnen geht es nicht gut. Nee, ja, ich wäre auch dafür, dass wir so langsam die Sendung müssen abbrechen. Abbrechen. Das ist, das hebe ich an, die gesundheitliche Substanz. Können wir nicht verantworten. Können Sie mich fragen, was Sie wollen? Können Sie mich unterstellen, was Sie wollen? Nee. Das hebe ich an den Nerven. Und ich sage es Ihnen, ich hatte in der Jülicher Straße. Hatte ich in der Kelmisser Wohnung. In der Jülicher Straße? Früher, wo ich mit dem Geburtshaus, ja, wo ich groß geworden bin. Und da hatten Sie, da hatten Sie einen Wohnen, einen Kelmisser, und der hat behauptet, Sie würden knattern. Sie also der Bock zum Jachner machen quasi. Ja, Opfer zum Täter. Das geht nicht. Nee. Ja, ich glaube da. Ich glaube da, ich kann es nicht mehr aushalten. Nee. Machen Sie die Kameras aus. Auf Wiedersehen. Wir beenden die Sendung. Auf Wiedersehen.